Ja, guten Tag allerseits. Ich habe letztes Mal berichtet über ISDN-Signalisierung. Wollen wir eben studieren, wie man so eine leitungsvermittelte Verbindung aufbauen kann. Wir haben über die einfachen Sachen gesprochen. Ich schaue es bloß gerade. Ach, was ist denn hier los? Kein iPod Touch dabei. Ich möchte heute jetzt noch ein wenig über diese Features sprechen, bevor wir weitergehen und uns den Aspekt des Netzes noch ein wenig ansehen. Also, ich hatte dann diesen Rückruf in der Besetzsituation vorgeführt, den Signalisierungsablauf, also diese Prozeduren, die da verwendet werden. Also, wir machen erstmal unseren üblichen Verbindungsaufbau, kriegen nach einem Roundtrip hier mit, dass die andere Seite besetzt ist, setzen diesen Rückruf, der wird hier notiert und wenn der hier aufhängt, wird irgendwie im Netzwerk mitgeteilt mit so einem Facility-Paket, dass der hier jetzt frei ist, nach dem Telefonat, das Telefonat beendet ist, dann wird hier ein Setup ausgelöst. Wir nehmen das an, aber es klingelt nur auf der anderen Seite zunächst mal. Wenn wir hier den Connected haben, dann gibt es vielleicht noch ein Alerting und so weiter. Aber der Sinn ist natürlich, dass wir, also die Alert, das Alert habe ich hier mal rausgelassen aus der Zeichnung. Wenn wir hier das annehmen, wenn der also den Handapparat abnimmt, dann kommt hier das Connected durch. Und wir haben den Rückruf und ähnlich hier. Der Rückruf wird eingeleitet wie oben, aber hier auf der anderen Seite ist es nicht busy, sondern geht einfach keiner hin. Und dieses keiner hingehen, das Telefon kann ja nicht herausfinden, das Telefon hier bei dem Angerufen kann nicht herausfinden, dass er jetzt wieder in seinem Büro ist. Da braucht man irgendwie so eine Hilfsmaßnahme. Und diese Hilfsmaßnahme ist, sobald er sein Telefon wieder benutzt hat, also zum Beispiel eine Verbindung aufgebaut hat, irgendwann wieder aufgelegt hat und Disconnect gemacht hat, schicken wir hier das Free durch, der Setup wird aufgebaut, der Setup geht hier rüber, ein Alert kommt zurück, der nimmt den Handapparat jetzt ab und wir haben die Verbindung aufgebaut. Also wir simulieren sozusagen diese Raumüberwachung dadurch durch die Telefonaktivität und das passt ein bisschen zu diesem Ablauf hier. In dem Augenblick, wo der Hänger abläuft, ist es gleich. Vorher müssen wir eben noch abwarten, dass der einen Telefonanruf macht oder mindestens, wenn er in sein Büro zurückkommt, den Telefonhörer mal abhebt und wieder auflegt. Mein Doktorvater, der hat das immer so gemacht, wenn der irgendwie aus der Vorlesung oder so in sein Büro zurückkam, hat er einfach nur kurz den Telefonhörer abgenommen, wieder aufgelegt, um Rückrufe auszulösen, die sich da vielleicht angestaut hatten. Funktioniert auch manchmal mit einer Verwaltung ganz gut. Ne? Die gehen ja nicht immer ans Telefon hin, sondern beschließen, dass sie jetzt lieber weiterarbeiten mit dem, was sie da so Wichtiges machen und nicht dass meinen Anruf entgegennehmen. Aber wenn man dann einen Rückruf setzt, naja, die wollen natürlich zwischendurch auch mal telefonieren und dann legen sie auf nach ihrem Telefonat, dann kommt der Rückruf doch häufig zustande. Also es ist noch ganz praktisch, um die da doch ans Horn zu kriegen. Also diese beiden Features, die haben wir jetzt besprochen. Ich wollte auch hiermit klar machen, dass diese Rückrufsituation gar nicht so viel Zusatzaufwand produziert und es werden diese Feature-Pakete hier hin und her geschickt. Hier haben wir den Feature Callback, hier auch Feature Free und dann ist es schon das normale Signalisieren. Ja. Naja, in dem Augenblick, der schickt dieses Free an alle. Und dann, könnte zum Beispiel, und dann wird dieser Setup eingeleitet und die Vermittlung, die am schnellsten ist, belegt das dann wieder und die anderen kriegen wieder einen belegt.
Ja, und dann die anderen kriegen dann sozusagen einen Rückruf, der dann plötzlich wieder besetzt ist. Zum Beispiel. Das kann man auch managen. Nur verfallen, die können auch wieder einen Rückruf setzen dann. Aber ich meine, natürlich kann das die Vermittler auch managen, das nur an einen schicken. Aber und dann an den nächsten und dann an den nächsten, wenn nichts passiert. Aber das wird es natürlich komplizierter machen. Also ein Ansatz ist einfach an alle zu schicken, die da in dieser Rückrufwarteschlange stecken, ist auch möglich. Das ist aber, wenn ich das richtig sehe, nicht im Standard irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, nicht im Standard irgendwie spezifiziert, sondern es wird halt was gemacht. Das liegt dann am Implementierenden, am Programmierer vielleicht sogar, beziehungsweise am Produktmanager. Ich möchte noch kurz über eine andere Form der Signalisierung berichten, die manches einfacher macht, weil es die Arbeit an den Benutzer abschiebt, die aber wahrscheinlich am Ende doch schwerer zu implementieren ist. Oder zumindest unserem Informatiker Gefühl widerspricht. Und das ist diese Stimulussignalisierung. Eigentlich ist bei der Stimulussignalisierung dieses Telefon hier, das habe ich so nachempfunden, diesem AT&T-Set 5200, Telefon 5200, da wird das hier zum Terminal. Terminal im Sinne von einem VT100 oder einem VT220 oder sowas. Ich tippe auf Tasten, die Tasten werden zum Computer geschickt und der schickt mir dann was angezeigt werden soll und konfiguriert die Vermittlung. Also der Computer, die Vermittlung begreift dann das hier als einen Terminal. Ich hatte sowas auch, als ich mal in Amerika gearbeitet habe, hatte ich auch so ein Gerät an so einem Digital Centrex. Da gab es gar keine richtige Telefonnebensteinanlage bei der Firma, bei der ich da war, sondern die hatte sich einfach so ein paar hundert Telefonleitungen gemietet von der Telefongesellschaft, und mein Telefon und die der anderen Mitarbeiter, das war alles im normalen Nummerierungsplan drin. Das hat dann so ausgesehen, nach außen wie eine Telefonnummer von einer Privatperson. Diese Tasten, da haben wir hier 12 Stück hier unten, die 10 Zifferntasten und das Sternchen und die Raute. Dann haben wir hier noch 9 Tasten, die auch ein kleines LED-Lämpchen innen drin haben. Und dieses LED-Lämpchen, das kann die Vermittlung einschalten und sie kann es ausschalten. Und hier oben in dem Display, na, Sie sehen es irgendwie so Größenordnung 64 Zeichen oder sowas ähnliches, da kann was angezeigt werden, so ein LCD-Ding. Und hier drin gibt es natürlich auch noch einen Schalter, dieser On-Hook-Off-Hook-Schalter, der auch direkt als Stimulus, wie eine Taste gedrückt oder nicht gedrückt, durchgereicht werden kann. Hier drin hat es natürlich auch noch ein Mikrofon und einen Lautsprecher, für den braucht man dann spätestens doch noch ein bisschen was anderes im Endgerät, um das hier zu bedienen. Und die Prozeduren für Verbindungsaufbau und für die Leistungsmerkmale, die sind jetzt hier ein bisschen anders in diesem Terminal-Modus. Wenn der Knopf gedrückt wird, also ich drücke zum Beispiel hier auf diesen CA1-Knopf. CA heißt Call Appearance. Ich drücke auf den CA1-Knopf und dann wird der Vermittlung in so einem Informationspaket, also Blätter, Blätter, Blätter. Da steht dann hier drin Message-Typ Info und hier steht dann drin Knopf CA1 gedrückt. In so einem Information-Element. So. Also, Knopf gedrückt, Info und dann Feature Activator, Button, zum Beispiel Button 12. Oder wenn die Vermittlung die Lampe einschalten will, das ist kleine LED hier, dann schickt sie mir dem Endgerät, ein Infopaket und sagt Feature Indicator,
LED 12 bitte anmachen. Natürlich muss die Vermittlung jetzt entsprechend dieses Terminal hier betreiben und verwalten. Ähnlich ist das einem Terminal Window unter Tastatur ist in einem Unix oder so. Oder wenn Sie PuTTY anwerfen oder so. Wenn Sie ein Terminal anwerfen, dann wird ja jede Taste, auf die Sie drücken, A, B, C, Return, Tab und so, einzeln dem Rechner gemeldet. Der schickt das Echo bei einem Buchstaben. Also wenn Sie den Buchstaben drücken in Ihrem Terminalfenster, dann wird das nicht direkt lokal angezeigt, sondern es geht zum Rechner. Der Rechner schickt Ihnen, zeig bitte den Buchstaben A an. Also jeder Buchstabe geht diesen Umweg beim Terminal. Und hier ist es ähnlich. Wenn ich hier auf die CA1 drücke, dann wird in dem Infopaket gemeldet, Call Appearance 1 aktiviert, der Button ist gedrückt worden und es kommt zurück, die LED 1 anmachen, damit diese Call Appearance da aktiv wird. Und wenn man telefonieren will, dann nimmt man also den, muss man gar nicht, dann drückt man auf diese Call Appearance hier, dann wird die Lampe rot gemacht und dann kann man hier die Ziffern eintippen. Ist ja auch so ein Speakerphone, beziehungsweise man kann hier abheben, dann wird die erste Call Appearance hier genommen oder man drückt auf eine andere Taste, wenn man eine andere Call Appearance haben will. In Anführungszeichen Leitung haben will. Hier haben wir jetzt mal konfiguriert, dass das erste hier 5 Call Appearances. 5 Call Appearances bedeutet, dass ich 5 Telefonate multiplexen kann an meinem Gerät. Ich als Benutzer multiplexe. Ich kann also hier 5 Telefone, 5 Verbindungen drauf haben. Die meisten von denen sind gehalten, aber eine ist aktiv. Und wie das funktioniert ist, jetzt nur mal erstmal salopp, das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Ich habe also auf der CA1 und auf der CA2 eine Verbindung, spreche mit Leuten. Eine ist aktiv, die leuchtet, die andere blinkt, gehalten. Und wenn ich dann hier auf die Hold-Taste drücke, dann wird die auf gehalten gesetzt. Und dann drücke ich auf diese CA2-Taste und dann wird die wieder von gehalten auf aktiv gesetzt und ich kann mit dem telefonieren. Da kann ich dann so hin und her schalten, diese Rückfragesituation in Zusammenarbeit mit der Vermittlung implementieren. Was passiert ist, wenn ich auf das Hold drücke? Der aktive Anruf wird in der Vermittlung gehalten. Der kriegt dann Musik gespielt oder sowas, der dazuhört. Und der B-Kanal zu meinem Telefon, der wird jetzt erstmal stumm geschaltet von der Vermittlung und dann, wenn ich auf die andere Call Appearance, zu der ich hin möchte, drauf drücke, dann wird das dessen Audiosignal von dieser Verbindung auf meinen B-Kanal gelegt. Ich tippe hier die Tasten, die Vermittlung auf der anderen Seite, diese Dinger hier, die schalten dann um zwischen den Kanälen. Das ist auch anders. Wenn ich so eine Rückfragesituation bei uns im ISDN habe, dann liegen zum Beispiel auf beiden B-Kanälen die Audiosignale an und mein Endgerät, mein Telefon, schaltet hin und her. Zumindest kann man das so betreiben. Also, das kann man unterschiedlich betreiben. Man kann es aber auch bei uns natürlich so machen, dass man der Vermittlung mitteilt, dieses Feature halten und Makeln und Rückfragen und wie das alles heißt. Hier wird bei so einem, habe ich hier so ein Telefon mit so 9 beleuchteten Tasten. Und das ist jetzt so konfiguriert, dass 5 Stück Call Appearances sind und die 4 Features, Hold, Drop, Transfer und Conference. Das wird beim Starten vom Telefon, da gibt es Prozedur, bei der die Vermittlung dem Telefon mitteilt, wie viele Call Appearances sind und wie viele Features auf den Tasten sind und welche das sind.
Ich habe jetzt hier mal beim Verbindungsaufbau so einen Ablauf. Am Endgerät wird der Hörer abgenommen und jemand drückt auf diese Call Appearance 1 Taste. Also abnehmen und drücken. Dann wird das der Vermittlung gemeldet, und zwar Setup und dann noch als Information Switch Hook Off Hook, also der Schalter vom Handapparat, Hörer, der ist jetzt, zeigt jetzt an, dass wir den Hörer in der Hand haben oder daneben gelegt haben, dass er nicht mehr am Telefon drauf liegt und dass die Call Appearance 1 benutzt werden soll. Dann sagt er, okay, Setup ACK und schickt uns zurück für diese Connection Reference, allerdings auch dann wieder plus 128 natürlich. Jetzt wird der Benutzer hier das Tippen anfangen. Hier drin sollte sinnvollerweise übrigens auch noch die Call Appearance, das LED eingeschaltet werden. Also hier die LED, die zu dieser Call Appearance passt, eingeschaltet werden. Vielleicht langsam blinken, damit er weiß, dass da noch keine Verbindung aufgebaut ist, dass er jetzt tippen soll. So, und dann tippt er eine 4 und die 4 wird mit einem Infopaket zurückgemeldet. Und dann tippt er eine 1 und eine 5 und eine 6 und eine 5. Ich rufe gerade zu Hause an, von meinem Arbeitsplatz aus. Hier kommen natürlich noch ein paar mehr, bis die 10 Ziffern eingetippt sind. In Amerika in der Vermittlung fängt er übrigens nicht zu arbeiten an, während ich da eintippe, sondern er wartet, bis ich diese 10 Ziffern eingetippt habe. Oder wenn es nur ein lokaler Anruf ist, das kann er an der ersten Ziffer merken, wartet er nur auf 7 Ziffern. Also hier mit Keypad 415, 65 und so weiter, da teilt man der Vermittlung mit, welche Rufnummer man haben möchte. Aber das wird jetzt nicht so wie vorher bei dem Call Setup vom Q931 funktional übertragen in einer Calling Number, Call Number Information Element, sondern einzeln hintereinander. Wenn wir dann fertig sind, schickt er ein Call Proceeding, schickt er ein Alerting und schickt er das Connected und zeigt dann im Display an, mit welcher Telefonnummer wir verbunden sind. Der managt also auch, die Vermittlung managt also auch dieses Display da oben. Er sagt nicht die Connected Number, sondern der zeigt sie im Display an. Wenn man es dann trotzdem wissen will als Stück Software in einem PC, dann muss man das da rausfischen und interpretieren. Man muss sozusagen das Terminal emulieren. Das Interessante, ja, also so ist das mit der Stimulus-Signalisierung. Es ist aber auch in gewissem Sinne verständlich, wenn man sich anschaut, wie das Telefonsystem vorher benutzt worden ist. Wir schauen uns mal die verschiedenen verbindungsbezogenen Leistungsmerkmale an, die es denn so geben kann. Generell in der Verbindungsaufbauphase gibt es Leistungsmerkmale wie den Rückruf. Die Verbindung ist ja noch nicht fertig aufgebaut, aber es gibt immerhin schon eine Call Reference und dann setzen wir den Rückruf. Das zweite, was man machen kann, ist das Ring Again. Man merkt, dass der andere nicht rangeht oder busy ist. Wir setzen aber keinen Rückruf, vielleicht macht es das Netzwerk nicht, sondern wir sagen der Vermittlung, versuch es einfach noch in ein paar Minuten. So ein bisschen so ähnlich, wie das die Faxgeräte machen, ne? Heutzutage. Da macht es das Gerät lokal, hier macht es die Vermittlung. Also in der Verbindungsaufbauphase kann ich das Leistungsmerkmal, das Feature Ring Again, anfordern. Und diese Anruferidentifizierung, in Amerika ICLID genannt, Incoming Caller, Line ID oder sowas ähnliches, oder Incoming Call Line ID oder sowas,
Da kann man die Rufnummer des Anrufenden sehen. Vielleicht gibt man aber auch in der Verbindungsaufbauphase mit, dass man genau das unterdrücken möchte, temporär. Das ist auch so ein Leistungsmerkmal in der Verbindungsaufbauphase. Und dann gibt es diese Situation, wenn die Verbindung aufgebaut ist, der asynchronen Multipoint-Verbindung. In den Standards in Amerika heißt das Flexible Call Offering. Das eine ist, ich habe eine Verbindung aufgebaut, telefoniere munter, jemand anderes ruft mich an und der kann anklopfen. Das ist dieses Call Waiting und es führt immer dazu, dass ich, wenn ich es gerade mit dem Mobiltelefon mache, völlig durcheinander gerate. Wenn ich das Ding am Ohr habe, dann macht es irgendwie noch so Piep in der Leitung drin. Und dann weiß ich erst nicht, was los ist und dann schaue ich da drauf und erwische aber meistens die falsche Taste und dann sind beide weg oder sowas. Dieses Anklopfen ist eigentlich was Praktisches. Ne? Ich telefoniere gerade und mein Gerät ist eben nicht besetzt, sondern dem Telefon wird der zweite Ruf mitgeteilt und das Feature Anklopfen benutzt. Das ist auch ein Leistungsmerkmal. Dann gibt es noch diese bevorrechtigten Anrufe, Chefruf und so. Also der Chef ruft natürlich die Sekretärin an und drängelt sich einfach rein. Das finde ich jetzt etwas sozial inkompatibel, aber gut. Was für uns irgendwie interessanter wäre bei diesem asynchronous Multipoint, ist die Sache mit dem Halten und dem Wiederaufnehmen. Da haben wir also ein Telefon hier, unten eine Person, die am Telefon sitzt und mehrere Verbindungen, zwischen denen wir herumschalten können. Und in dem Sinne meine ich asynchron, Multipoint. Ich kann mal mit diesem hier reden oder mit diesem oder mit diesem oder mit diesem oder mit dem da. Und zwischen denen kann ich hin und her schalten. Das Einfachste ist diese Rückfragesituation. Das Komplexere ist das Makeln. Bei der Rückfrage ist es so gedacht, dass ich einmal hinschalte, zu einem anderen Telefonat kurz was frage, das beende und wieder zum ersten zurückgehe. Beim Makeln ist es eigentlich so gedacht, dass man da mehrmals hin und her springt, wobei ich da konzeptuell, intellektuell den Unterschied nicht sehe. Und für mich ist es einfach so eine asynchrone Multipoint-Situation. Und das Letzte, was wir da haben noch, ist der Transfer, der insbesondere aus der Rückfrage oder dem Makeln entsteht, dass man eine Verbindung hat, dann einen zweiten anruft, eine zweite Person anruft, die den ersten hält und dann der zweiten Person sagt, da ist ein Telefonanruf, kannst du mal übernehmen. Und dann drückt man wieder auf so eine Taste. Hier in diesem Fall wäre das die Transfer-Taste an diesem Telefon und dann stellt die Vermittlung eine Verbindung zwischen dem und dem hier her. Beim synchronen Multipoint, das ist eine Konferenz. Da wird hier in der Vermittlung eine Konferenzschaltung installiert. Was die Konferenzschaltung macht, sie nimmt alle Audio-Samples, die zu der Verbindung gehören. Also von den 6, die mit mir telefonieren und ich selber, also 7 Samples werden pro Zeiteinheit genommen. Dekomprimiert, addiert, durch 7 dividiert, das was rausgekommen ist, denn sonst kann es ja sein, dass plötzlich was sehr Lautes aus dem Lautsprecher rauskommt und dann, nicht durch 7 dividiert, sondern eigentlich entsprechend angepasst. Ne? Sie wollen ja nicht das leise machen, wenn nur einer spricht, aber die Lautstärke wird geklippt, formulieren wir das mal so. Und dann wird das Signal an alle, was da erzeugt worden ist, zentral erzeugt worden ist, an alle verteilt. In der Regel macht das bei der Telefonie, wenn wir so eine Konferenzschaltung benutzen, tatsächlich auch die Vermittlung. Bei LANs möchten wir vielleicht sowas auch, da sollten wir eigentlich dann nicht dekomprimieren und so weiter. Wir können auch in so einer Telefonanlage einen LAN veranstalten, da machen wir eine Konferenzschaltung, aber dann müssen wir in dieser Konferenzschaltung drin selber arbitrieren mit zum Beispiel CSMA. Das ist uns ja durchaus möglich.
oder CSMACA oder sowas. Es gibt diese Systeme, gab es auch vorher schon analog, vor dem ISDN. Und wenn man alte amerikanische Filme ansieht, da kann man das mal gucken. Ich erinnere mich noch gut an den Kojak, das war so eine Fernsehserie. Und konnte man das immer irgendwie sehen. Also Kojak, Lieutenant Kojak steht in seinem Büro, in New Yorker Polizei, ne? Sitzt in seinem Büro und dann brüllt einer seiner Mitarbeiter von draußen: auf Leitung 3 ist das so ein Anruf, den sollten Sie sich mal anhören, Lieutenant. Und dann nimmt der Kojak seinen Telefonhörer ab, hier diese Taste hier, die blinkt gelb, da drückt er dann drauf und dann hat er den an der Leitung. Vorher muss natürlich sein Assistent, der an diesem Telefon sitzt, die Taste auch drücken, um das in den gehaltenen Zustand zu bringen. Also erst, wenn überhaupt angerufen wird, in diesem Key System, Key von hier Tasten, dann blinkt zum Beispiel die gelbe Taste hier und die Telefone ringeln alle. Einer geht hin, drückt auf die Taste und spricht mit dem, dann kann er hier wieder auf die Taste drücken, dann ist der gehalten und dann kann er rumbrüllen: Chef, mal hingehen, und dann drückt Chef auf die blinkende Taste, nimmt das hier ab und hat das Telefonat. Sie ist sozusagen gegriffen in diesem Key System. Also Call Pickup ist Taste drücken, Handapparat abnehmen, Taste drücken. Parken ist Handapparat noch in der Hand lassen, Taste wieder drücken, dann fängt das wieder an zu blinken und alle können das nehmen, aber es klingelt nicht mehr. Bridging geht da auch. Eine von diesen Tasten, wenn man sieht, wie der eine telefoniert, Handapparat hier abgenommen, Taste leuchtet, man nimmt selber den Handapparat ab, drückt auf diese Taste drauf, die da leuchtet, dann hat man das Telefonat und der andere hat es nicht mehr. Auch wieder ein, zwischenmenschlich etwas aggressives Feature. Bridging, Rufübergabe, Transfer, na, das habe ich eben schon erzählt, und das wird dann allgemein, hat man dann so einen Sammelanschluss, auch Handgroup genannt. Und wenn wir uns jetzt das hier anschauen, ein Telefon, mehrere Verbindungen, Asynchronous Multipoint, Flexible Call Offering, hier haben wir so eine Handgroup, ne? Eine Verbindung, viele Endgeräte, mit der wir verbinden können. Also die Zeichnung hier ist irgendwie genau rumgedreht von dieser da. Naja gut, die Anzahl Verbindungen ist ein bisschen anders. Also das ist dieses Key System und das benutzt man auch heute natürlich fleißig in irgendwelchen Callcentern. Wobei in solchen Callcentern noch ein Computer beteiligt ist, der hier die Anrufe gerecht an die Mitarbeiter verteilt. Der da schon länger nicht mehr telefoniert, dann kriegt den nächsten. Aber auch da kann man sowas wie Bridging machen und das an jemanden weitergeben. Und die sagen ja dann auch: warten Sie mal bitte einen Augenblick, dann drücken die da wieder auf so eine Taste, man ist gehalten und dann reden Sie mit Ihrem Supervisor oder mit Ihrem Nachbar, der sich vielleicht besser auskennt, und der drückt dann auf eine Taste und übernimmt den. Also bei Customer Support, werden gerade solche Key Systems fleißig benutzt. Und dann gibt es noch eine Menge verbindungslose Leistungsmerkmale. Da besteht dann keine Verbindung, sondern damit wird der Anschluss. Zum Beispiel Ruhe vor dem Telefon. Ich drücke auf die Taste, es klingelt nicht mehr. Sollte ich eigentlich immer bei einer Prüfung machen? Sollte man auch beim Handy machen, wenn man in die Vorlesung reinläuft. Hat den Nachteil, dass man es ständig vergisst, es zu machen. Hat den zweiten Nachteil, dass man hinterher vergisst, es wieder auszuschalten. Also dieses Leistungsmerkmal Ruhe gibt es natürlich. Dann gibt es das Make Set Busy. Ruhe würde ja den Eindruck erwecken, wenn der Chef anruft: der Kerl arbeitet schon wieder nicht, sondern treibt sich rum, wieder in der Kaffeeküche. Und da gab es dann, also gibt es immer noch dieses lustige Leistungsmerkmal: versetzen wir einfach, wir wollen zwar Ruhe vor dem Telefon, aber wir machen das, indem wir der Vermittlung sagen, wir telefonieren eigentlich.
Und dann kriegt jeder, der mich anruft, das Signal, da hat er es gerade am Telefonieren, und der Chef denkt sich, wow, der ist fleißig, telefoniert die ganze Zeit. Naja, vielleicht denkt er sich auch was anderes irgendwann mal, aber nun gut. Rufumleitung, immer, ich bin halt einfach nicht da. Und das Telefonat wird automatisch an den Vertreter oder an die Sekretärin weitergeleitet. Fallweise, wenn ich nach 4-mal Klingeln nicht hingehe, wird es weitergeleitet, zum Beispiel an Anrufbeantworter oder an die Sekretärin. Oder auch nur die und die Rufnummer wird einfach weitergeleitet. Oder die, die nicht in irgendeiner speziellen Liste drin sind, wird weitergeleitet. Dann auch so Informationen, Gebührenanzeige, Zeitanzeige oder irgendwelche Kurznachrichten fürs Display. Das kommt auch so in diese Leistungsmerkmalkategorie rein. Bei größeren Telefonanlagen gibt es übrigens immer noch so einen Abfrageplatz. Vielleicht haben Sie sowas mal gesehen. Das ist dann ein Monstertelefon mit gefühlten 500 Tasten. Im Wesentlichen sind das ganz viele Tasten für Call Appearances. Dann kann man eben auch sehen am Abfrageplatz, wer der Mitarbeiter gerade telefoniert, und der Telefonist, die Telefonistin, kann sehen, wer frei ist. Also kommen alle Telefonate da an dem Abfrageplatz, und wenn die Taste nicht leuchtet für den Herrn Meier, dann wird das zum Herrn Meier mit wenigen Knopfdrücken weitergeleitet und sonst abgewiesen, beziehungsweise dem gesagt, er soll nochmal später anrufen. In der Firma, in der mein Vater da Direktor war, da gab es das auch, und da saß eine relativ unwirsche Frau dran. Wenn ich dann irgendwann mal meinen Vater da auf diese Weise anrufen wollte, da bin ich auch schon manchmal abgewürgt worden von der. Also diese Telefonanlagen, also diese Abfrageplätze bestehen, ne, das stellt man sich als ein Telefon vor mit so einem Kasten mit 30, 40, 50, 100 kleinen Lämpchen und Tasten, also Lämpchen in den Tasten. Allerdings sind die heutzutage etwas aus der Mode gekommen, denn den Telefonisten, die Telefonistin, die muss man ja auch mit Lohn bezahlen. Das wird einfach wegrationalisiert heutzutage. Aber früher war das sehr üblich für irgendwelche Firmen. Und entsprechend sind auch ein ganzer Stapel von Leistungsmerkmalen und Funktionen für Abfrageplätze in diesen Standards drin, die man aber dann typischerweise beim Implementieren einfach überschlägt, wenn man keinen so einen Abfrageplatz hat. Die ATM-Signalisierung für dieses Asynchronous Transfer Mode Rahmenvermittlung, über die ich ja schon an zwei Stellen gesprochen habe, die ist von der ITU in diesem Q2931, und Sie sehen, ja, 931 und einfach ein Zweier davor gebastelt, standardisiert worden. Allerdings nicht so weit, dass man wirklich schon Telefonvermittlung oder überhaupt ATM-Vermittlung damit bauen konnte. Und deshalb hat so eine Industrievereinigung dieses ATM-Forum mit diesem User Network Interface UNI eine weitere Spezifikation da hinzugefügt, damit man endlich anfangen konnte, ATM-Vermittlungen zu bauen. Im ATM gibt es zunächst mal zwei Sorten von Verbindungen. Da gibt es die PVCs, Permanent Virtual Circuits. Die werden konfiguriert. Konfiguriert im Sinne von Operator setzt sich an irgendein Terminal und tippt ein, die Leitung mit der Leitung fest verbunden. Der Eingang mit der Eingang, mit dem Eingang fest verbunden für eine VPI, für den VPI 27 oder sowas. Also die werden konfiguriert. Da werden vielleicht auch noch vom Operator irgendwelche Attribute eingetragen. Änderungen manuell, das sieht so aus, wenn Sie als Kunde sowas haben wollen, Fax schicken an den Provider und da konfiguriert das dann jemand, und nach 1-2 Tagen haben Sie die Verbindung dann tatsächlich. Vielleicht fordern Sie aber auch erst an, für den 17. Dezember möchte ich für 3 Stunden so eine Verbindung haben. Ein Virtual Circuit wird dann konfiguriert und danach wieder herausgenommen.
Die Switched Virtual Circuits, die werden automatisch mit einem Signalisierungsvorgang, das ist natürlich das, was uns interessiert, aufgebaut. Das erste, das kann man eigentlich auch ohne das ganze Zeugs hier machen. Das zweite, da braucht man eben insbesondere auch dieses User Network Interface vom ATM4. Geschaltete Verbindung, und es war gefordert, dass so ein Verbindungsaufbau wesentlich flinker geht als im normalen ISDN-Telefonnetzwerk, also in deutlich weniger als einer Sekunde. Beim Verbindungsaufbau, das geht mit so einer Q931-Prozedur, die modifiziert ist. Da gibt es natürlich Call Party und Calling Party. Klar. Aber die Verkehrscharakteristiken müssen kommuniziert werden und Dienstegüteanforderungen. Also Verkehrscharakteristik, Average Cell Rate, Peak Cell Rate und solche Sachen. Ob das ABR-Verkehr ist, also Available Bitrate oder VBR Variable oder CBR Constant Bitrate. Das steckt da drin. Da steckt insbesondere dann Cell Rate und Burst Size und solche Sachen drin. Und Peak. Und vielleicht noch Dienstegüteverhandlung. Und als Antwort kriegt man den Teil von dem Header, den VPI oder VCI, mitgeteilt, den man dann als Kunde, als Endgerät benutzen muss. Da muss man eben dann, was die einem hier sagen, VPI, VCI, das muss man in jeden Frame vorne reinstecken. In jeden ATM-Rahmen, in jede Zelle vorne reinstecken. Wir haben ja diese 53 Byte gesehen, und in die vorderen 5 Byte kommt das rein. Das Network-Network-Interface, Private-Network-Network-Interface, das hier im Q2931 und danach gearbeitet im ATM-Forum und insbesondere das User-Network-Interface im ATM-Forum bearbeitet. Das Fundament, wie es schon nahe liegt, Q931, aber wir brauchen fürs ATM noch ein bisschen mehr. Und da gibt es den... Wir haben über die ATM Adaptation Layers gesprochen. Sie erinnern sich vielleicht auch noch, was wir da vor ein paar Wochen diskutiert haben, was also dazu dient, um größere Frames aufzuteilen, Pakete aufzuteilen in diese Zellen und am anderen Ende wieder zusammen zu basteln. Und für die Signalisierung gibt es einen speziellen ATM Adaptation Layer, diese Signaling AAL. Und das Signaling AAL, der hat den normalen AAL 5 da eingebaut, Common Part, und dann gibt es noch diesen Service Specific Connection Oriented Protocol. Connection Oriented, für Signalisieren brauchen wir eine besondere Verbindung. Und dann gibt es da oben drüber noch dieses User Network Interface Specific Coordination Function. Das hier ist sowas ähnliches wie ein LAPD. Abgeleitet, aber es ist schon auch deutlich anders. Ja, entfernt ähnlich heißt genauso viel. Und da oben drüber ist dann diese Signalisierung. VPI und VCI für die Signalisierung sind konstant. VPI 0, VCI 5. Und das benutzt er, und das wird in diese Zellen, die hier geschickt werden, wird das reingesteckt vorne in den Header. Und dann landet es eben in der Signalisierungsinstanz, in der ATM-Vermittlung, in der wir angeschlossen sind. Und die leitet es dann entsprechend weiter oder bearbeitet es selber, kommt darauf an, wie das konstruiert ist hinten dran. Die ATM-Adressierung, also das ist in einem Network Service Access Point Codierung verpackt, NSAP, ne? Und da gibt es zum Beispiel E164 Adressen kann man da benutzen, in dem muss die Rufnummer und Domain, die Authority spezifiziert werden, und da gibt es für die Domain den entsprechenden Rufnummernplan. Domain und Authority, ja, das ist dann, das erscheint der Provider durch,
beziehungsweise das Regulierungsgebiet. In dem Regulierungsgebiet gibt es verschiedene Provider, wie die Mobilfunkprovider bei uns, und das ist dann noch in einem Land. Ne? Also das sind Teile von dieser E-164-Adresse. Wenn am Anfang das ATM-Endgerät eingeschaltet wird, dann weiß es ja noch nichts von solchen Sachen, was es jetzt für eine Rufnummer hat. Oder man könnte es natürlich wissen, der Benutzer könnte es konfigurieren, aber das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen es von der Vermittlung erfahren. Wenn Sie so wollen, das DHCP-Äquivalent. Wir schalten unser Gerät ein und möchten dann von der ATM-Vermittlung über dieses User Network Interface herauskriegen, was wir denn für eine Telefonnummer haben und so weiter. Ein Teil können wir vielleicht auch schon konfiguriert haben im Endgerät, aber auf jeden Fall wollen wir dann noch mehr haben. Vielleicht wollen wir aber auch alles von der Vermittlung haben. Und das basiert auf dem Simple Network Management Protocol, hier beim ATM, das SNMP. Über das SNMP werden wir auch hier in diesem Kapitel noch ein wenig sprechen. Im Endgerät existiert eine MIB, also Management Information Base, das ist ein Begriff aus dem SNMP, im speziellen Zuschnitt oder Konfiguration vom UNI. So, das Netzwerk merkt, dass das Gerät eingeschaltet worden ist, das merkt man an Spannungspegeln und sowas. Und dann wird die SNMP-Prozedur Cold Start Trap ausgeführt. Und die Pakete dafür, die gucken wir uns an anderer Stelle noch an. Dann schickt das ATM-Netzwerk eine Anfrage: Hast du denn eine Adresse? Und ja, das muss man kodieren, damit man die an die richtige Stelle von diesem Management Information Base kommt. Dann schickt mit einem Get Next Request, und dann kommt der Get Next Response, da steht dann vielleicht eine Adresse drin. Und dann kommt ein Set Request, und man kann dann zum Beispiel das Adresspräfix übertragen werden oder auch die ganze Adresse. Das SNMP ist flexibel genug, dass sie in der MIP vom Endgerät all diese Sachen eintragen kann. Also auch wenn hier nichts kommen würde, könnte es das eintragen. Auf den Set-Request gibt es immer noch eine Response. Ja, ich habe es gemacht. Details hierzu sehen wir dann bei der SNMP. Da muss ich Sie jetzt einfach vertrösten. Irgendwas muss man immer zuerst machen. Die eigentliche Setup-Prozedur, die ist ziemlich ähnlich zum ISDN. Na klar, ich meine, wir bauen Verbindungen auf, leitungsvermittelte Verbindungen, auch wenn die unten drin mit einer Zellvermittlung passieren. Das Konzept Leitung existieren, das ist ja eine Verbindung, leitungsvermittelte Verbindung, ist ja eigentlich auch ein nützliches Konzept, zumindest finde ich das. Also das Endgerät beschließt, wir möchten eine Datenverbindung aufbauen oder vielleicht auch eine Videokonferenz oder einen Telefonanruf. Und dann schicken wir da mal ein Setup-Paket rüber. Wir denken uns einen Connection Reference aus dafür. Das ist jetzt eine Schicht höher. Also wir benutzen ein VPI-VCI, haben jetzt aber die Verbindung zum Signalisieren. Und jetzt schicken wir hier also eine Connection Reference, die wir uns ausdenken, die Adresse oder die Adressen, mit denen wir verbunden werden wollen, einen Verkehrsdescriptor, da steht dann sowas wie Cellrate und solche Sachen drin, und die Dienstegüte. Das ATM-Netz muss jetzt, einerseits bestätigt uns das, das überprüft, ob die Adresse tatsächlich existiert und ob sie die Cellrate bringen kann und die Dienstegüte bringen kann, und wenn das alles der Fall ist, zumindest lokal, dann schickt sich mal um den Call kümmert. Und gleich mit einer VPI-VCI Kombination. Und diese Kombination, das ersetzt, wenn Sie so wollen, die Nummer vom B-Kanal, die beim ISDN übermittelt werden muss. Jetzt weiß also das Endgerät, wenn da VPI-VCI irgendwas kommt, dann
betrifft das diese Connection Reference, diese Verbindung. Und wenn ich auf der Verbindung was schicken will, dann muss ich in meine Zellen vorne diese VPI-VCI-Kombination eintragen. In der Zwischenzeit arbeitet das ATM-Netz irgendwie, da kommen wir mal drauf, arbeitet das ATM-Netz an dem Pfad finden durch das Netzwerk. Und da müssen in jeder Vermittlung diese Tabelle generiert werden. VPI, VCI, Incoming Port, Outgoing Port, VPI, VCI auf dem Outgoing Link. Und das muss vielleicht in 10 Vermittlungen dann konfiguriert werden. Hoffentlich sind es nur 3 oder so ähnlich. Also diese Virtual Circuit-Tabellen, die müssen konfiguriert werden. Und nachdem wir den Pfad gefunden haben und wissen, welche Vermittlungen beteiligt sind, Ressourcen müssen alloziert werden, Pufferplatz und solche Sachen. Hier steckt ja Dienstzyklite drin. Jetzt kriegt der andere das mitgeteilt, dass da so eine Vermittlung, so eine Verbindung kommt, mit denen eine Adresse, Call Party, Calling Party und. VPI-VCI-Kombination, Dienstzyklite und auch wieder der Traffic Descriptor hier. Dann schickt der hier Call Proceeding zurück. Das steht jetzt für Alerting, aber weil wir nicht mehr unbedingt glauben, dass es klingelt, weil wir auch Datenverbindungen aufmachen wollen. Also Call Proceeding ist eine Verallgemeinerung. Danach kommt das Connect-Paket hier rot. Ne? Die Virtual Circuits werden fertiggestellt, also jetzt wird eingetragen in all diese Tabellen. So, die Verbindung haben wir. Die ist jetzt fest und Zellen können vermittelt werden. Und die Reservierungen sind jetzt fest. Der hier kriegt das Connected, naja, mit Connect-Akt wird noch bestätigt. Der Verbindungsabbau geht ähnlich wie Q931, will ich gar nicht viel drüber erzählen. Statt der Bearer Capabilities vom ISDN wird jetzt eine bessere Beschreibung der Verbindung mitgegeben. Insbesondere eben in dem Traffic Descriptor sowas wie Cell Rate und solche Dinge. Was ich bei der ISDN-Signalisierung noch nicht erzählt hatte, ist natürlich, dass es auch so etwas wie Timer gibt für den Verbindungsaufbau. Deshalb habe ich das hier jetzt nochmal modifiziert. Die Sachen sind jetzt hier nur in schwarz eingetragen. Ein paar Details sind rausgelassen und dafür habe ich die Timer eingetragen. Wir schicken also das Setup ab und starten diesen Timer T303. Standard nachgucken, wie lang der T303 ist. Wie viel Millisekunden, wie viele Sekunden. Und diese Zeit warten wir, bis das Call Proceeding kommt. Wenn das Call Proceeding kommt, dann halten wir den Timer 303 an und starten den Timer 310. Der Timer 310 ist, wir warten darauf, dass die andere Seite endlich abnimmt. Das, was der, Sie machen das ja auch, ne? Wenn Sie jemanden anrufen und es klingt, fängt am anderen Ende das Klingeln an. Und der geht innerhalb von 5-mal, 6-mal, 7-mal, 10-mal Klingeln nicht hin, dann legen Sie wieder auf. Und genau das machen wir hier auch. Wenn das Connected kommt, den Timer 310 anhalten. Hier auch 303 starten, 303 anhalten, 310 starten hier, 310 beenden. Hier gibt es auch noch so einen Timer 313. Wenn ich dem Connect geschickt habe, erwarte ich das Connect-Ack nach dem Timer 313. Wenn der nicht kommt, das Connect-Ack und der Timer 313 Alarm schlägt nach der entsprechenden Zeit, dann muss ich das Connect nochmal schicken. Und dann gibt es noch einen Zähler 313, der N313. Der N313, da sei zum Beispiel 3, das heißt, wir können einmal Connect schicken, dann zählen wir das Ding runter. Beim Timeout, wenn wir das Connect nochmal schicken, wird das auf 1 runtergezählt, noch ein Timeout, auf 0 runtergezählt, noch ein Timeout, minus 1, Fehlersituation und dann bauen wir den ganzen Kram hier ab. Weil der nämlich vielleicht beschlossen hat, dass er abgestürzt ist oder sonst was. Diese Timer hier innen drin, die dienen unter anderem dem State Management. Und wenn ich darüber gesprochen habe, über Hard State und Soft States vorher, dann habe ich sowas gemeint. Dieses Timer Management hier, das muss eingebaut werden und wenn dieser hier zum Beispiel, der 313er dreimal abgelaufen ist, also auch dieser N313 entsprechend abgelaufen ist,
dann müssen wir die Ressourcen hier im Netzwerk, die wir hier angelegt haben, die Virtual Circuits, die wir fertiggestellt haben, die müssen wieder abgebaut werden, aufgegeben werden. Hier muss Verbindung abgebaut werden und so weiter. Und hier gibt es natürlich auch entsprechend die Timer, die gestoppt werden müssen und. Das dient einerseits der Fehlersicherheit, falls eben doch mal ein Paket verloren geht, obwohl unten drunter dieses Zeug hier schon auch sicher gestaltet ist. Wenn also was verloren geht, dann müssen wir das entsprechend wiederholen. Wenn der andere abgetaucht ist, dann müssen wir, dann merkt man das an diesem Zähler, der dann irgendwann mal anschlägt, und dann müssen wir die Ressourcen freigeben. Typisch sind hier so 3 Wiederholungen oder sowas. Ich habe aber auch, glaube ich, schon mal einen N gesehen, dass das mehr war, aber weiß nicht so genau. Und auch bei den Ts steht dann im Standard, im Anhang eben drin, wie viele Sekunden oder Millisekunden das sein soll. Und sowas muss man natürlich implementieren. Also wir sind dann da in diesem Bereich asynchrones Programmieren. Wir setzen uns irgendwelche Timer auf, registrieren Callbacks. Wenn der Callback abgelaufen ist, wenn der Timer abgelaufen ist, kriegen wir den Callback, und dann müssen wir an dieser Stelle den Setup nochmal schicken. Wir nehmen also, das Setup-Paket ist fertig gemacht, wir lassen es im Speicher liegen, wir setzen den Timer auf, machen unseren Callback, die Callback-Routine. Wenn der Callback aufgerufen wird, dann müssen wir diesen Zähler 1 runterzählen. Wenn er immer noch größer als 0 ist oder größer gleich 0 ist, dann nehmen wir das Paket, was wir da oben schon hatten, das Setup-Paket, und schicken es nochmal. Und dann müssen wir natürlich auch wieder den Timer frisch registrieren und uns selber in dem Callback wieder frisch registrieren. Ja, solche Callback-Routinen, ja, es gibt da noch eine interessante Nebenwirkung natürlich, wenn wir mitten im Callback drin sind und dieses Call Proceeding kommt doch noch. Ups. Was machen wir dann? Überschreiben wir dann Datenstrukturen und so weiter. Da braucht es dann sowas wie Mutexe oder so, um da Probleme zu verhindern. Also das ist durchaus ein interessanter Bereich, aber das ist immer so wie bei der ganzen Parallelverarbeitung, dass wir asynchrones Verhalten einrechnen müssen und uns dagegen sichern müssen mit so geschützten Bereichen oder sonstigen Mechanismen. Ich habe hier noch einen Screendump, den habe ich irgendwann mal gemacht, schon vor vielen, vielen Jahren. Steht irgendwo ein Datum oder sowas? Nee. Von einem Stück Software, das dazu dient, ATM-Implementierungen, Signalisierungsimplementierungen zu debuggen. Der nimmt einfach alle Zellen, die am Interface ankommen, betrachtet das und betrachtet die Zellen und wertet die aus. Also für VPI0, VCI5, das ist das ATM-Signalisieren, AL Type 5, da zeigt er jetzt hier an, was da so an Signalisierung auf der Leitung passiert. Und das war so eine Demo-Version oder so ähnlich, die ich mir da besorgt habe, wo ich diesen Screendump gemacht habe, aber es liegt eben schon ein paar Tage zurück. Und was wir hier sehen, ist so ein Setup-Paket. Ja, da sind wir also, der hat sich als Call Reference das hier ausgesucht. Die andere Seite, ne, das höchste Bit ist nicht gesetzt, also ist der andere der Originator. Wir kriegen also einen Call Setup, wir sehen also jetzt einen Call Setup, wie er abgeschickt wird. Message Type, Call Establishment Message Setup, Message Length 114. Und da können Sie wieder zu Q931 zurückgucken, da standen die Sachen so drin. ATM Adaptation Layer Parameters, das ist die Nummer 5. Und dann hier
Number 5, information element, ATM cell user, ATM user cell rate, forward cell rate, die sind jetzt hier alle mal auf 0 gesetzt. Dann Broadband Bearer Capability, das ist auch irgendein Wert, ich weiß jetzt noch nicht, was der bedeutet, muss man vielleicht nochmal nachschlagen. Higher Layer Information, das was man fast immer setzt, es geht dich nichts an, User Specific. Sonst fängt er vielleicht an, da dann rumzuwühlen. Da könnte man zum Beispiel sagen, es ist Sprache, und dann würde vielleicht jemand zwischendrin aus A-Law Mylaw machen oder umgekehrt, wenn wir nach Amerika telefonieren. Und jetzt kommt hier Called Party Number, und ja, da stecken Buchstaben und Zahlen drin. Calling Party Number, Virtual Connection Identifier 0 und 54, das haben wir uns jetzt ausgedacht. Virtual Pass Connection Identifier 0 und 54, der Channel Identifier. VPI, VCI. Und dann geht es hier unten noch so weiter. Sie sehen, der Scroller steht oben, aber da habe ich dann mal Schluss gemacht. Also, so sieht für uns beim Anschauen, beim Debuggen sowas aus. Das ist ein ganz nettes Tool. Dummerweise kosten diese Tools richtig viel Geld. Also ein Stück Software für 5.000, 10.000 Euro. Huiuiui, genau. Wird wahrscheinlich auch nur 50 oder 100 Mal verkauft. Ne? Als ich mal eine ISDN-Karte programmiert habe, also ich habe die Hardware selber gebaut und dann programmiert, die Protokolle programmiert, da habe ich mir selber sowas Ähnliches geschrieben. Und ich habe dann ein, zwei Wöchelchen gewerkt und dann hatte ich auch so ein ähnliches Tool. Vielleicht nicht so wetterfest wie das da und nicht so schön, aber naja, zum Debuggen hat es dann auch getan. Mit sowas kann man natürlich auch dann, die ist schon noch ein bisschen besser, diese Software. Und Sie sehen hier Search, da kann man nach irgendwelchen Sachen suchen, da kann man auch Traps setzen. Ja? Also wenn ein bestimmtes Information Element hier auftaucht mit einem bestimmten Inhalt, dann will man anhalten und das betrachten. Also sowas geht schon auch. Die anderen will man vielleicht gar nicht sehen, um Fehlersituationen herauszukriegen. ATM bietet auch eingebaut Mehrpunkttopologien. Und hier schauen wir uns das mal an. Wir haben also erst eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufgebaut. Das ist jetzt anders als im Q931, wo man das eigentlich nicht richtig machen kann. Da muss man sich vorher überlegen, ich will eine Konferenz haben, da gibt man die Rufnummer an. Oder man baut eine Verbindung und sagt, sagt der Vermittler, mach bitte jetzt aus den zweien eine Konferenz. Also nimm diese beiden Call References. Hier kann man sagen, ich möchte zu einer Call Reference, die ich schon habe, noch eine weitere hinzufügen. Dann wird das im ATM-Netz wie ein Verbindungsaufbau bearbeitet. Zunächst mal hier ist das Setup, Call Proceeding, Connect, das kennen wir mit den entsprechenden Timerchens. Und dann kommt hier der Add Party Ack, der uns mitteilt, dass jetzt eine weitere Verbindung zu unserer Konferenz hinzugefügt wurde. Da kann man zum Beispiel Mehrpunkttopologie machen, dass also jede Zelle, die wir abschicken, bei mehreren anderen ausgeliefert zurückkommen, bei allen anderen ausgeliefert werden. Und hier muss der Timer 399 jetzt mal ein anderer. Hier kann man übrigens auch gleichzeitig mehrere Teilnehmer hineinschreiben. Und je nachdem, was die Vermittlung unterstützt, kann man dann auch 10 oder noch mehr Teilnehmer da reinpacken. Den Drop Party, den braucht man auch noch, um irgendjemanden wieder abzuservieren. Aus der Konferenz rauszunehmen. Immer dran denken, hier bei ATM wie beim ISDN ist Hard State angesagt. Wir wissen immer genau, wie groß die Gruppe ist, wer in der Gruppe dabei ist. Wenn einer aussteigt, merken wir das auch. Wenn einer auflegt und wenn das Endgerät abstürzt, na, die ATM-Vermittlung merkt sowas natürlich schon. Ne? Wenn ein Gerät ausgeschaltet wird, dann kann es natürlich auch einen Trap geben, wenn man das an der Hardware merkt. Ein SNMP-Trap und dann
kann man das hier auf einen Disconnect abbilden. Also diese Mehrpunkttopologien, da kann man dann mit Gruppenwissen das durchaus richtig managen. Diese Informationselemente, die wir vorher gesehen hatten vom ISDN, die sind dann auch entsprechend modifiziert. Die Bearer Capabilities, da steht eben dann Constant Bitrate oder Variable Bitrate oder Available Bitrate drin. Das Delay, was man haben möchte, wenn man eine Obergrenze für haben möchte, kann man das da eintragen. Higher Lower Layer Compatibility Elements, das gab es aber auch schon im normalen ISDN. Die AAL-Parameter müssen irgendwie übertragen werden. AAL 1, 3, 4 und 5. Je nachdem, ob man Audio und Video haben will oder einfach Datenverkehr. Den User Traffic Descriptor, der ist noch interessant. Da gibt man nämlich an Forward Cell Rate und Backward Cell Rate, den Peak. Wie viel Daten man maximal schicken möchte. Wenn man 0 einträgt, unspecified, dann gibt einem die Vermittlung halt das, was da ist. Wenn man da einträgt, ich habe die und die Cell Rate, Forward Cell Rate, Reverse Cell Rate, dann schaut die Vermittlung nach, ob sie das unterstützen kann und plant einen ein. Das ist eigentlich was Gutes. Jetzt sollte man sich eigentlich dann auch an diese Cell Rate halten und wenn man zu viel schickt, dann kommt die Vermittlung und schmeißt jeden Zehnten weg. Policing. Und es gibt solche Vermittlungen, die das wirklich durchziehen. Sustainable Cell Rate heißt, wie viel ich denn so im Mittel schicke, was die Vermittlung aushalten muss. Das hier bestimmt im Wesentlichen die Puffergröße und das hier und das Maximum Burst Size, also Peak Cell Rate, Maximum Burst Size und die Sustainable Cell Rate. In der Sustainable Cell Rate, das bedeutet Reservierung auf der Leitung. Das muss die Vermittlung wirklich weiter transportieren können. Denn das kann sein, dass man das wirklich, diese Sustainable Cell Rate, dass man die wirklich produziert als Endgerät, und zwar über Stunden. Diese beiden hier, ne, manchmal gibt es eben Bursts, und wenn es einen Burst gibt, muss es in der Vermittlung zwischengepuffert werden und dann allmählich rausgeschickt werden. Und Peak Cell Rate sagt auch sowas wie diese Burst Size aus, und mit den beiden können wir die Puffergröße bestimmen, Sustainable Cell Rate, damit bestimmen wir den Leitungsdurchsatz. Ja, die beiden hier, da braucht man gar nichts mehr dazu zu sagen. Worüber ich jetzt gesprochen habe, waren beim ISDN, beim ATM 2931, worüber wir nicht gesprochen haben, ist die Signalisierung für die Q931-basierte Signalisierung für die Mobilfunknetze. Aber na, die sind auch so und auch wieder Parameter ein wenig geändert, weitere Information-Elemente. Das war Endgerät zum Netzwerk signalisieren, User Network Interface. Oder Private Network, Network Interface. Was der Provider innen drin, wie der signalisiert, das kann durchaus auch anders sein. Und eigentlich muss das auch anders sein, weil da noch ganz andere Dinge kommuniziert werden müssen. Oder sollten. Weil auch nicht klar ist, ob die Vermittlungen wirklich die Verbindung aufbauen oder ob es da noch irgendwie so eine weitere Instanz oben drüber gibt, die das Netzwerk plant und managt. Und deshalb gibt es dieses Signalisierungssystem Nummer 7, das SS7, Signaling System Number 7, das gibt es schon eine ganze Weile, aber das wird immer noch fleißig benutzt. Es gibt heutzutage Implementierungen, die über IP funktionieren, über ein IP-Netzwerk. Dass man das vielleicht nicht durch ein öffentliches Netzwerk durchschicken will und vielleicht ein sorgfältig gemanagtes IP-Netzwerk dafür haben will, das steht auf einem anderen Blatt. Aber man kann es auch in IP-Paketen transportieren und der Verkehr, der passt eigentlich auch ganz gut zu IP-Paketen. Das ist ja paketisierte Kommunikation. Kann man sich schon vorstellen, dass man da auch ein IP-Netzwerk hierfür einzieht.
dieser Common Signaling Channel, der wird betrieben von so einem Service Switching Point zu diesen anderen Entitäten hier, zum Service Control Point und zum Signaling Transfer Point. Also das ist ein Service Switching Point, da steckt eine Vermittlung dahinter. Und hier haben wir auch so ein Service Switching Point. Das Netzwerk, das diesen Common Signaling Channel da implementiert, zur Verfügung stellt, das Netzwerk, das ist aus diesen Signaling Transfer Points aufgebaut. Das sind Router zwischen diesen Service Switching Points und dem Service Control Point SCP oder den mehreren Service Control Points SCP. Also der Common Signaling Channel, getrennt vom Medienstromnetzwerk, also das habe ich hier gar nicht eingezeichnet, dem Medienstromnetzwerk, allenfalls hier bei dem PBX hier und hier unten dran für die Endgeräte. Aber hier drin habe ich das gar nicht eingezeichnet, zwischen den beiden hier. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Das sind ja Vermittlungen, Ortsvermittlungen oder im Mobilfunknetzwerk Mobile Switching Center, beziehungsweise auch das Festnetz, die Vermittlung im Festnetz und so weiter und so weiter. Das SS7 ist die Art, wie in Netzwerken und zwischen Netzwerken kommuniziert wird, also auch zwischen Providern. Für den Verbindungsaufbau, fürs Verbindungsmanagement, aber eben auch für Charging und solche Sachen. Und das gerade das Charging, das steckt da nicht im Q31 drin. Also getrennt vom Medienstromnetz, das war ursprünglich mal gedacht als 56 oder 64 Kilobit Links. Naja, heutzutage kann man das auch ein bisschen schneller machen. Das Interessante ist, dass man sich überlegt hat, dass man auf diesen Links die nötige Signalisierung für Telefonnetzwerke erledigen kann. Das sagt uns auch was darüber aus, wie viel Verkehr da wirklich fließt. Ja, weil man kann also eine Vermittlung, die was Anständiges tun kann, mit 56 oder 64 Kilobit anschließen. 64 Kilobit für Europa, 56 für Amerika, weil ja da doch auf dieser auf den T1-Leitungen dieses Raw-Bit-Signaling gemacht wird und all diesen Krempel, den wir ja auch gesehen haben, oder manchmal auch einfach nur für die Army-Kodierung da genügend Einser eingefügt werden und so ein Krempel. Deshalb 56 Kilobit. Die Verbindungskontrolle im Netzwerk, also zwischen GSM und ISDN, von GSM nach GSM oder auch von ISDN zu irgendwelchen Voice-over-IP-Netzwerken, die ich jetzt hier nicht eingetragen habe. Der Service Switching Point, die eigentliche Vermittlung, da sind Endgeräte angeschlossen. Die Endgeräte sind für das Signaling System Number 7 nicht direkt sichtbar. Mit denen wird auch nicht kommuniziert. Die gibt es halt und für die muss man arbeiten, aber mit denen spricht man nicht. Formulieren wir es so. Die Service Control Points, die kümmern sich um Wegfindung. Die haben also eine Idee von der Netzwerktopologie und vom Routing. Und solche Service Switching Points, die werden auch nicht eingeschaltet und verschwinden wieder wie irgendein IP-Router, sondern die werden als langlebig betrachtet. Und wenn mal einer ausfällt, dann wird es den Signaling Control Points da oben, Service Control Points, den blauen, da mitgeteilt. Die betreiben, die managen den Verbindungsaufbau. Die kriegen also hier von dem Service Switching Point mitgeteilt, ich möchte eine Verbindung haben nach Hamburg zur Nummer 3711. Oder nach Kleinwaldersdorf zur Nummer 22. Und jetzt müssen die herausfinden, den Pfad übers Netzwerk aufbauen. Da verhandeln die eventuell mit anderen Service Control Points. Also wir haben einen Service Control Point, der ist zuständig für das, nehmen wir einfach mal was an, für das Telefonnetz der Telekom in Sachsen. Und wir haben einen, der ist zuständig für das Telefonnetz im Berliner Raum. Und wir haben einen, der ist zuständig für
Mobile Switching Center oder so ähnlich, der ist zuständig für das Handynetz vom Provider sowie noch in ganz Deutschland. Der Signal Control Point, der also hier den Anruf, die Rufnummer und diesen Verbindungsaufbauwunsch entgegennimmt, der muss jetzt hier in seiner Datenbank nachgucken, welcher Signaling Control Point dafür zuständig ist. Vielleicht ist er selber, dann sucht er sich die entsprechenden SSPs, Switching Points auf dem Weg zum Ziel und sagt denen, da haben wir jetzt eine Verbindung, da haben wir eine Verbindung, da haben wir eine Verbindung. Da haben wir den dreien, sagt er das, wir wollen jetzt die Verbindung haben und da haben wir jetzt also die Connection Reference von dir zu dem und von dem zu dem, hat es wieder eine andere Connection Reference und am Ende bei der letzten Vermittlung hat es wieder eine Connection Reference. Diese Connection Reference sind auf dem Weg natürlich unterschiedlich, so wie das bei den VPIs war. Und genau so ein Service Control Point, der setzt auch die VPIs, VCIs für die verschiedenen Vermittlungen zustande. Ich habe bei den ATM-Vermittlungen gesagt, die VPIs, VCIs, die werden denen von oben mitgeteilt, diese Tabellen werden konfiguriert. Das ist genau das, was ein Service Control Point macht. Der muss dem mitteilen, wie er diese Tabellen konfigurieren muss, beziehungsweise Connection References zum jeweils nächsten mitteilen, bezüglich dieser Verbindung. Eventuell muss er mit dem anderen Service Control Point was aushandeln, dann konfiguriert er von hier aus eine Verbindung und der macht dann weiter von sich aus in seinem Netzwerk. Also nur zu einem Übergabepunkt und vom Übergabepunkt dann im nächsten Netzwerk aus weiter. Nächster Netzwerk, mehrere Service Control Points, da wird es jetzt schon interessant. Jetzt müssen wir uns ums Charging kümmern. Man muss also aushandeln, wer bezahlt denn jetzt an wen wie viel Geld. Und der könnte zum Beispiel beschließen, eine Verbindung zu mir von dir kostet 10 Cent die Minute. Oder der könnte beschließen, kostet 0,3 Cent die Minute. Übrigens so als Hausnummer, vor ein paar Jahren hat mir mal ein Kollege, der hat glaube ich bei Siemens Nokia gearbeitet, gesagt, dass irgendwie eine Minute Verbindung von Europa nach Amerika mit einem halben Cent oder so ähnlich bezahlt ist. Also nur um so die Größenordnung zu nennen. Mobilfunkverbindungen sind ein bisschen teurer. Aber diese Preise sind auch teilweise reguliert und die ändern sich natürlich auch. Die sind teilweise reguliert, teilweise ausgehandelt. Solche Durchleitungsentgelte gibt es dann auch, ne, wenn man so eigentlich nur ein virtueller Provider ist, der andere Leute Leitungen benutzt und so weiter. Ja, also der macht die Rufbewertung, die Wegfindung, Verbindungsaufbau managen, indem er den SSPs sagt, was sie tun sollen. Und natürlich gibt es auch sowas wie Visitor Location Registry, Home Location Registry, damit man Teilnehmer überhaupt findet. Gerade beim Mobilfunk braucht es ja dann hier eine Funktion, die herausfindet, das ist in dem Mobilfunknetzwerk. Dann fragt man den und der muss dann herausfinden in einem Home Location Registry, in der Datenbank, wo der denn gerade ist mit seinem Mobiltelefon. Und wenn der gerade nach Frankreich geroamt hat, muss der mit einem weiteren SCP sprechen oder zwei weiteren SCPs, um dieses Telefonat zu dem anderen Provider, bei dem der da gerade eingeroamt hat, nach Frankreich zu schaffen. Und die ganze Abrechnerei zwischendrin zu erledigen. Und jetzt kommt diese wundervolle Grafik. Also wenn ich diese Grafik vorgesetzt kriege und mir jemand sagen würde, du, jetzt SS7 implementieren, dann würde ich erstmal in ein, zwei Tage Depression verfallen. Meine, wenn man sich das anschaut, was es hier alles gibt und all diese wundervollen Abkürzungen, das fühlt sich doch an wie Lateinunterricht. Jetzt muss man erstmal hier ein paar von diesen Abkürzungen diskutieren. Da gibt es einmal diesen Message Transfer Part in den unteren Layern. Ne? Message Transfer Part 1, Physical, also Bit-Codierung. Message Transfer Part 2, der ist auch in Q703
spezifiziert und der erinnert ein wenig an HDLC auch wieder. Ja, man nehme HDLC und bastle sich das zurecht. Dann geht es zum Message Transfer per Part 3. Hier geht es ums Routing, steht im Q704 drin. Aber nicht nur. Es gibt auch hier so eine V5-Version auf dem Data Link und der benutzt dann das LAP V5 und das ist dann jetzt mehr HDLC. Und der benutzt hier oben da V5 Link Control, PSTN und so weiter. Also hier unten gibt es ein Routing-Netzwerk. Bei Mobilfunknetzwerken kann das nochmal anders übertragen werden. Da müssen übrigens auch die SMSs irgendwie transportiert werden. Und das ist nochmal ein besonderer Fall. Das Signaling Connection Control Protocol auf der OSI-Schicht 3, also hier existiert, um Verbindungen hier für dieses MTP3 zu managen. So, und jetzt gehen wir weiter nach oben. Jetzt gibt es diese User Part für verschiedene Anwendungen. Das ist hier, ja, die sagen, das ist da auf der Transportschicht, aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Transportschicht jetzt zuzuordnen ist. Wenn man will, kann man das, aber es geht schon nicht Signalisierungspakete transportiert, aber da steckt auch schon Signalisierungsfunktionen drin. Also da gibt es zum Beispiel diesen ISDN-User-Part und wenn ich sowas hier sehe, das über mehrere Layer geht, weiß ich auch schon Bescheid, dass jetzt hier das Schichtmodell irgendwie zu Ende ist. Telephony-User-Part, der ganze Kram mit Mobiltelefonen, da gibt es jetzt noch eine weitere, wir haben auch nochmal extra Signaling Connection Control Part hier extra und Base Station Prozeduren, um die richtige Basisstation zu finden, Basisstationen zu managen. Das ist hier jeweils Application Part. So kommuniziert auch das Mobile Switching Center mit den Base Station, zumindest Signaling System Number 7. BISDN, das ist fürs ATM, also BISUP, BISDN User Part, steckt da dahinter. Hier oben finden wir uns übrigens die VLRs und HLRs zurück und es gibt dann noch, das hier ist für Mobiltelefonie Standard in Amerika, das ich nie durchgesetzt hatte und so weiter und so weiter. Also hier steckt schon eine ganze Menge drin. Das Wichtige, was wir hier wissen wollen, ist, es gibt User Parts zur Verbindungssteuerung, zum Pfadmanagement und um die Leitungen zuzuordnen und diese Zuordnung dauerhaft zu erhalten. Der ISDN-User-Part hier und Broadband-ISDN-User-Part hier. Map Mobile Application Part, ne, das IS41, das ist dieser amerikanische Mobilfunkstandard, der da irgendwie, ich glaube, die Netzwerke werden in Amerika noch betrieben, aber was international den Erfolg hat, ist natürlich das GSM. Was auch da drin steckt hier im Mobile Application Part, ist die Authentisierungsfunktion. Man muss sich ja gegenüber dem Netzwerk ausweisen. Beim normalen Telefon weise ich mich nicht aus, sondern ich habe halt diese Leitung da und das ist, wenn Sie so wollen, eine physische Identifikation. Aber selbstverständlich kann jemand eine Leitung angraben und sich da einfach draufklemmen und mithören. Und ich war bei der Bundeswehr-Fernmelder. Sagen wir es einfach mal so. Da haben wir schon unterwegs auch ein wenig Spaß gehabt. Wegen dieser physikalischen Zuordnung. Wenn wir Mobiltelefone haben, dann müssen wir uns dem Netzwerk gegenüber authentisieren. Dieses dem Netzwerk gegenüber authentisieren, ja, da muss man irgendwelche Geheimnisse sharen und so weiter, wie man sich das so.
zu dem Netzwerk in Frankreich oder in der Tschechei, so, ich bin jetzt da und eigentlich ist meine Nummer die und die und ich bin bei dem Provider und hier ist mein Geheimnis und dann gibt er das Geheimnis weiter an meinen Provider und dann sagt der Provider, ja, das Geheimnis akzeptiere ich, die Verbindung will ich haben und naja und so weiter. Und dann wird das da in irgendwelche Home Location Registries eingetragen und sowas steht natürlich hier auch noch drin. Im ISDN User Part, da wollen wir jetzt noch ein bisschen reinschauen. Sie sehen hier, das Telefon macht ein Setup, es gibt den Setup Arc. Wir tippen die einzelnen Ziffern ein. Wenn wir vor unserem Telefon da sitzen, dann kriegen wir ein Call Proceeding. Wenn die Ziffern aufgesammelt worden sind, Initial Address Message geschickt an den Originating Local Exchange. Das hier ist der SS7 Part. Diese Initial Address Messages, die werden also vom ersten SC an den ersten SCP kommt diese Wahlinformation in einem Initial Address Paket. Das geht dann weiter zum nächsten SCP und dann hier nochmal zu einem SCP und dann kann der hier die Terminating Local Exchange den Setup durchführen. Dann gibt es hier ein Call Proceeding, dann gibt es hier ein Alerting. Jetzt kommt dann eine Address Complete Message. Eine Address Complete Message, das sind jetzt andere Messages. Und jetzt, wenn der hier Connect sagt, gibt es hier eine Answer Message und hier eine Answer Message, die dann transportiert wird auf diesem Signaling Channel. Durch die SCPs und zu den SSPs hier zurück, der dann so einen Initial Address umbaut in den Setup und so einen Answer umbaut in den Connected, wie hier. Das Routing muss natürlich mit irgendwelchen Datenbankabfragen und Graphen erledigt werden. Da können wir jetzt auch wieder sowas wie ein Dijkstra oder sowas einsetzen. Es ist aber auch teilweise sind diese Routing-Entscheidungen durch Business-Entscheidungen vorgegeben. Aber das ist eine Frage der lokalen Implementierung. Das kann so eine Postgesellschaft für sich selber machen. Das ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, Telekom-Gesellschaft, nicht Post. Telekom-Gesellschaft für sich selber machen, das ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Und da kann man einfach auch das einsetzen, was man gerade für richtig hält. Die Local Exchanges und Transit Exchanges sind solche SSPs. Dieses Suchen der nächsten SSP, das macht man mit dem SCP. Da fragt man so ein SCP, wo muss ich denn jetzt weitergehen und schickt dann auch die entsprechende Nachricht über das Signaling System 7 an die SCP und der antwortet und dann kann man die Transit Exchange anrufen und so weiter. Address Complete Message, da wird der Kanal durchgeschaltet und bei der Answer Message, denn es muss ja schon vom anderen Ende klingeln. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wenn Sie in Amerika anrufen, dass das Klingeln im Kanal sich anders in Amerika schon kommt. In Amerika produziert wird und die lassen es eben etwas anders klingeln. Dann die Answer Message, um dem anderen zu sagen, dass wir hier wirklich verbunden sind. In so einer Initial Address Message, da steckt eben Call Party und Calling Party dran, Forward Call Indicator und eine Beschreibung von der Verbindung und die Sorte von Dienst, die der Benutzer gerne hätte. In der Address Complete Message, da reden wir jetzt über Bezahlen, ne? Charge Indicator. Muss man es jetzt unter Umständen auch überlegen. Also steht dann zum Beispiel auch drin, was es kosten soll und ob es denn, wen das was kosten soll. Da kann auch stehen, dass das der andere übernimmt. Sowas wie der Angerufene zahlt, ist im Protokoll vorgesehen, auch wenn es als Dienst von Ihrem Provider zum Beispiel nicht angeboten wird, so R-Gespräche und so Zeug. Ne? War ja früher insbesondere beliebt, solche R-Gespräche. Also im Charge Indicator steht drin, wer wie viel bezahlt, dann Call Party Status oder ob es besetzt ist, Echo Control Indicator,
Echo Control wird dann gebraucht, wenn die Verbindung zum Beispiel über den Atlantik geht, dann muss das Echo unterdrückt werden, dass sie sich nicht selber hören. Im Normalbetrieb hier so in Freiberg oder so ähnlich, sie sagen was, das kommt bei einer aus dem Lautsprecher raus, im Handapparat, geht gleich wieder in das Mikrofon rein und kommt zu Ihnen zurück. Aber weil das nah genug dran ist, dauert es nicht so lange und stört nicht. Wenn das erst nach Amerika geht und zurückgeht, wird es ja, können wir uns irgendwie ausrechnen, zig Millisekunden dauern und wir würden das Echo hören und das würde dann auf dem Weg irgendwo unterdrückt werden und da steht, ob Echo unterdrückt wird oder nicht oder ob es unterdrückt werden muss. Das, sowas wird da diskutiert. Interworking, ob es irgendwie ein anderes Netzwerk geht, Holding und solche Dinge stehen da drin. Und in der Answer Message, Backward Call Indicator, Informationen zur Codierung und falls da irgendwelche Protokolle verwendet werden sollen, eine Call Reference natürlich und noch genau was passiert ist die Notification. Sie können auch noch hier nachgucken. Ich habe den Link dieses Jahr nicht gecheckt, aber letztes Jahr habe ich nochmal gecheckt. Ich hoffe, er geht noch. Letztes Jahr ging er. Heute wird das auch über IP betrieben und da gibt es eben so ein IP Signaling Transfer Point. Und für diese Messages, die da rumgeschickt werden, habe ich eben schon gesagt, würde ja auch IP prima passen. Ja, ICMP. Ah, wir machen noch die paar Minuten weiter. Das Internet Control Messages oder Message Protocol. Damit teilen uns Router mit oder Endgeräte mit, ob sie zum Beispiel Pakete verwerfen oder ob es nicht zugestellt werden kann. Oder wir machen diesen Echo-Request. Also wir haben einen IP-Header, Source-Address, Destination-Address, da steht natürlich auch das Protokoll drin. Und hier im ICMP, da steht hier in dem gelben die Information, hier steht, was für ein Typ von ICMP-Nachricht das ist und dann in diesem Typ die Untergruppe Code und noch eine Prüfsumme. Und hier steht dann eben drin die Information, die transportiert werden soll. Was naja, zum Beispiel kommt, ist Destination Unreachable. Sie schicken ein IP-Paket los, das wird irgendwie nach Amerika geroutet, aber in Amerika beschließt irgendein Router, nee, den gibt es aber gar nicht. Und dann kriegen wir ein ICMP-Paket zurück und da steht dann drin, das Network ist nicht reachable, der Host ist nicht reachable, Protocol nicht reachable oder der Port, auf den Port hört keiner. Also wenn zum Beispiel auf dem Port 80 kein Webserver läuft, dann könnten wir ein ICMP-Paket zurückbekommen oder wenn auf der anderen Seite kein TCP implementiert ist oder kein UDP implementiert ist, könnten wir da auch was zurückbekommen, das das Protokoll eben nicht gibt. Dann würde uns die andere Seite netterweise Destination Unreachable schicken. Verstopfungskontrolle gibt es, dieses Source Quench, das ist aber als veraltet mittlerweile markiert in den RFCs. Es gibt ein ICMP-Paket, um den Redirect klar zu machen oder bekannt zu geben. Time Exceeded, das ist das, was uns interessiert und was wir auch schon kennengelernt haben beim Ping. Ne? Wenn der TTL abgelaufen ist, dann kriegen wir eben ein ICMP-Paket zurück und da steht eine IP-Adresse drin von dem Router, der es weggeschmissen hat. Ha, erwischt. Jetzt haben wir dich. Reassembly Timeout steht da auch drin. Wenn ein Teil von einem IP-Paket verloren gegangen ist, dann schicken die es uns auch zurück. Eventuell Zeitstempel. Und naja, das Zeug hier, das Bunte, das ist im Datenteil von einem IP-Paket transportiert, so wie man sich das vorstellt. Ich habe hier mal zum Beispiel, ich suche mal einen Router. Hallo, gibt es da draußen einen Router? Das ist eben Type 10, Code 0. Gibt es auf dieser Leitung da, auf der ich das jetzt rausschicke, einen Router? Und wenn es einen gibt, dann antwortet er mit Type 9.
und wieder dem Code 0 und dann steht hier drin, wie viele Router-Addresses das gibt. Hier hinten dran, also da steckt ein Router und wie viele Adressen, welche Adressen der hat. Size 2, jedes Element hat zwei solche Felder. Und dann steht hier die Router-Address drin, aus dem erkennt man, dass wenn es IP-Version 4 ist, dann müssen es wohl 4 Byte sein. Und das ist der, den man benutzen soll und zur Not auch noch diese Adressen hier. So ein Router kann ja eventuell mehrere IP-Adressen haben mit unterschiedlichen Preferences. Also das wäre so, ein Router-Lookup. Hallo, ist da jemand? Und hier bekannt geben. Man kann natürlich auch einfach dieses Paket, ich bin jetzt aufgewacht, ich bin ein Router, mal auf all seine Ports rausschicken. Dazu, na, jetzt geht's, das ist schon Schluss mit dem ICMP. Man könnte da vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen, all diese Types und Codes durchkauen, für all das hier Types und Codes angeben. Das machen wir aber nicht. Die Prozeduren, die es im ICMP gibt, sind auch nicht so zahlreich. Na, man sagt halt einfach, ich habe das Paket weggeschmissen oder Destination Unreachable. Guck zu, was du damit machst. Weil das Ganze so stateless ist, gibt es eben auch keine richtigen Prozeduren. Allenfalls das hier, und deshalb habe ich es auch aufgeschrieben, das ist vielleicht ein bisschen interessanter. So, jetzt habe ich heute eine Minute überzogen. Vielleicht sparen wir das beim nächsten Mal wieder ein. Oder Sie haben es halt jetzt einfach für die Rechnernetze geopfert. Ich wünsche noch eine angenehme Woche. Wir sehen uns nächsten Montag um 14 Uhr hier wieder.